Herzlich willkommen zurück zu FIFA 16, zum letzten Part von FIFA 16 auf meinem Kanal. In diesem Part heute beide Finalspiele, einmal jetzt hier im Olympiastadion das Pokalfinale. Borussia Mönchengladbach gegen meinen ersten FC Köln und danach gibt es dann das Finale noch der Champions League. Wie gesagt, es ist der letzte Part von FIFA 16 auf meinem Kanal. Danach folgt FIFA 17 ebenfalls mit dem ersten FC Köln. Ich hoffe natürlich, dass FIFA 17 gut ankommen wird auf meinem Kanal. Ich will auch natürlich mit dem ersten FC Köln starten. Leider gab es ja doch nicht die Lizenz für die dritte Bundesliga. Leider, sonst hätte ich nicht mit dem ersten FC Köln gestartet, sondern mit Fortuna Köln in der dritten Liga. Leider ist es nicht so, also starte ich mit dem ersten FC Köln. Aber vorher jetzt natürlich in diesem Part die zwei Finalspiele. Hier sehen wir die Aufstellung von Borussia Mönchengladbach. Und dann natürlich jetzt auch direkt die Aufstellung hier von dem ersten FC Köln. Im Tor gibt es nur die Änderung. Marschi darf sein Spiel machen, sich hier heute mal wirklich beweisen in so einem wichtigen Spiel. Er steht im Tor statt Timo Horn. Ich hoffe natürlich, dass wir das Spiel hier gewinnen können. Sogar wir müssen es gewinnen, denn wir wollen ja hier auf jeden Fall auch den Pokal verteidigen. Köln in den roten Trikots. Von rechts nach links das Spiel beginnt. Alle Spieler sind fit. Bittencourt wurde auch noch kurzfristig fit. Er hatte ja die Ellenbogenverletzung sich zugezogen. Und jetzt hier die erste Chance. Nein, leider nicht. Groß kommt da nicht durch an den Hinterleuten von Mönchengladbach. Die werden hier natürlich auch alles dran setzen, aber jetzt hier auch ganz stark den Einwurf rausgeholt von Hector. Und jetzt mal Marcel Risse. Was macht Risse? Er sucht da den Kopf von Iseka, findet den Kopfball aber drüber und aber auch abseits. Jan Sommer natürlich nur mit langen Bällen. Marschi, komm bitte raus. Marschi kommt da raus. Hat den Ball da safen können, aber der Abschlag kommt nicht bei unserem Mann an. Deswegen jetzt erstmal die Gladbacher hier mit einem schönen Konter, aber wieder Hector, der da klasse den Ball zurückerkämpft. Und der Fehlpass von Kroos, aber zum Glück nicht richtig angekommen beim Gladbacher. Und jetzt Morillo. Morillo hier im Regen, am nassen Rasen. Kommt er da zum Abschluss? Er kommt zum Abschluss. Und das ist nicht das 1-0. Es ist nicht das 1-0 durch Gutierrez. Der Assistent hat da eine Abseitsstellung gesehen. Da sehen wir es jetzt nochmal in der Wiederholung. Ganz, ganz, ganz knapp dieses Abseits von Gutierrez. Ansonsten hätte es hier nach einer Viertelstunde 1-0 gestanden. Oh, und stark da von den Gladbachern. Und jetzt auch stark hier dieser Konter eingeleitet. Aurelio kommt da super an den Ball. Oh, und da säbelt er meinen Aurelio richtig von den Beinen. Der regt sich da natürlich auch auf. Und was macht da der Schiri, er zeigt die gelbe Karte. Richtige Entscheidung, was da der Unparteiische macht. Freistoß für unseren ersten FC Köln jetzt. Und Hector hat mal ein bisschen Platz. Und da wird er auch unfair von den Beinen geholt. Ein taktisches Foul müsste allerdings auch gelb geben. Ja, die nächste gelbe Karte. Diesmal erwischt es André Hahn. Und Hector bringt da eine lange Flanke rein. Oh, und Iseka kann den Ball dann nicht mehr richtig drücken. Torlinientechnik nochmal.
Ball nicht im Tor. Es müsste aber dann Ecke geben. Da sehen wir es, kein Tor. Er hat den Ball allerdings von der Linie gekratzt. Es gibt aber trotzdem Abstoß. Ich bin froh, dass alle meine Spieler natürlich hier fit sind. Und jetzt erstmal die Chance. Marschi braucht dann nicht einzugreifen. Die erste wirklich gefährliche Torchance von Borussia Mönchengladbach. Marschi hat bisher hier sich nicht beweisen müssen in diesem Pokalfinale. Und jetzt Gutierrez geht da am zweiten vorbei, sucht da einfach mal den Abschluss, aber wird abgewehrt. 35 Minuten jetzt schon rum und Iseka kommt da an den Ball. Ah, und scheiße, was da diesmal Gutierrez gemacht hat. Nämlich hier den Konter eingeleitet für die Jungs aus Gladbach. Und die Chance jetzt für die Gladbacher. Aber Marschi muss da wieder nicht eingreifen. Der Ball fliegt da kilometerweit über das Tor von Marschi. Aber auch wieder gut von den Hinterleuten der Kölner. Trotzdem nachgesetzt. Und jetzt wieder Gutierrez. Und das ist das 1:0. Diesmal kein Abseits von den Kölnern. Murillo macht da das 1:0 in der 44. Minute. Nach dem verunglückten Schussversuch. Hier nochmal Iseka versucht es einfach mal. Ball wird abgefälscht. Gutierrez kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. Aber Murillo kommt dann an den Ball. Und kann da einnetzen zum 1:0. Also jetzt hier vor der Halbzeit das 1:0 für den ersten FC Köln. Für die zweite Halbzeit natürlich psychologisch gesehen sehr gut für die Kölner. Und ganz stark, was da Gutierrez macht. Aber wird da zurückgepfiffen. Und die Gladbacher führen nicht schnell aus. 5 Minuten Nachspielzeit. Und jetzt Iseka. Setzt sich da gegen den ersten durch. Gegen den zweiten. Kommt er zum Schuss. Aber Sommer wäre da gewesen. Ball fliegt da ganz knapp am Pfosten vorbei. Da sehen wir es nochmal. Also, wie gesagt, psychologisch gesehen jetzt sehr gute Ausgangsposition für den ersten FC Köln. Hier das 1:0 zur Halbzeit. Marschi auch nicht wirklich gefragt gewesen jetzt hier. Und Iseka wird dann für das zweite Finale geschont werden. Zoller kommt rein, ebenso Stanko für Kroos. Risse wird ebenfalls geschont. Für ihn kommt Brillante rein. Und so wird dann die zweite Halbzeit aussehen. Stanko, den ich ja eigentlich gekauft hatte, weil ich nur zu wenig Spieler hatte. Anfang der Saison hier viele Spiele jetzt für den ersten FC Köln bereits gemacht. Ich bereue es auch nicht, ihn gekauft zu haben. Und ich bin froh, dass er auch im Finale spielen darf gegen Chelsea. Jetzt mal Abnahme mit der Flanke. Sommer ist dran. Klärt der Kopfball von Gutierrez, kommt dabei Zoller nicht an. Deswegen die Chance vertan für den ersten FC Köln. Und gleich wird sich bestimmt auch die ein oder andere Konterchance für den ersten FC Köln bilden. Einfach aus dem Grunde, dass jetzt die Gladbacher offensiver gehen werden. Und hinten natürlich dann aufmachen. Um hier vielleicht dann doch noch das 1:1 zu schaffen. Ah, und ganz stark hier von Brillante. Sucht den Abschluss. Aber ein bisschen weit drüber. Da brauchte Sommer noch nicht mal einzugreifen.
Aber stark, was da Brillante gemacht hat. Und jetzt auch stark, was hier die Jungs aus Gladbach machen. Stark verteidigt da von Mustafi. Abner kommt dann nicht an den Ball. Kein Foulspiel von Abner. Nachdem der da ein bisschen gehalten hat. Und jetzt Brillante mit Platz. Am ersten vorbei. Immer noch Brillante. Jetzt zieht er in die Mitte rein. Sucht den Abschluss. Pfosten. Also den Konter nicht gut ausgespielt davon Brillante. Und jetzt Aurelio gegen den Gladbacher. Und jetzt Gladbach. Aber gut aufgepasst da von Mustafi. Wieder die Konterchance für den ersten FC Köln. Das 2 gegen 2. Aber Gutierrez geht am ersten vorbei. Am zweiten. Der kommt zu spät. Abgefälscht. Es gibt Ecke nach dem Schussversuch von Gutierrez. Nein. Er gibt keine Ecke, er gibt Abstoß. 70 Minuten rum, also noch 30 Minuten reguläre Spielzeit. Jetzt hier ganz stark wieder von den Gladbachern und jetzt Aurelio. Der macht das Spiel schnell, nimmt da Bittencourt mit. Jetzt Bittencourt. Aus 16 Metern einfach mal aufs Tor. Aber der Ball fliegt auch daneben. Nordveit konnte da schön abdrängen. Und Sommer natürlich jetzt nur noch mit den langen Bällen nach vorne. Und jetzt wieder die Chance für die Gladbacher. Ich wollte gerade schon sagen, da muss doch Marschi rauskommen. Und stark davon Gutierrez auf Zoller. Zoller nimmt da Murillo mit. Zoller auf Gutierrez. Der zieht einfach mal ab. Wieder gehalten. Und wieder zwei klasse Paraden von Jan Sommer. Erst die klasse Parade von Gutierrez und dann der Nachschuss von Murillo. Klasse pariert. Und jetzt die Kölner mit Brillante. Der verliert den Ball und damit die Konterchance für Borussia Mönchengladbach. Ah, klasse gemacht vom 1. FC Köln da. Jetzt Zoller im 1 gegen 1. Setzt sich durch, aber verliert dann doch den Ball gegen den 2. Und jetzt wieder die Chance für Gladbach. Gut gemacht hat, was Aurelio da macht. Marschi ist da, kann erstmal klären. Der nächste hohe Ball kommt rein. Und wieder klasse gemacht, der Kölner Hinterleute. Und jetzt wieder Zoller. Jetzt gleich, da kommt der Abwehrspieler. Er dribbelt ihn aus. Und wieder Sommer mit einer klasse Parade. 90 Minuten sind rum. Eine Minute obendrauf. Nochmal die Ecke für den 1. FC Köln. Die Kölner brauchen es nur noch runterspielen. Natürlich jetzt fordern die Kölner hier den Abpfiff. Da ist der Abpfiff. Köln gewinnt das Pokalfinale in Berlin mit 1:0 durch das Tor von Murillo kurz vor der Halbzeit. Die Kölner können sich da erneut freuen. Gladbach natürlich am Boden. Starkes Spiel trotz allem der Gladbacher. Die Kölner jubeln hier natürlich. Und das ist der 2. Pokal für die Kölner in dieser Saison. Erst die Bundesliga, jetzt der DFB-Pokal, den wir auch erfolgreich verteidigen konnten. Ja, da kommt wieder Mustafi, der jetzt das 2. Mal einen Pokal in dieser Saison nach oben halten darf. Und da sehen wir es. Zack, der Pokal ist da. Den 2. Pokal haben wir uns geholt. Jetzt folgt dann natürlich noch der 3. Pokal. Den will ich definitiv auch
einhamstern, um das Triple zu holen. Und da sehen wir die Kölner, sie jubeln hier. Und da auch die Ehrenrunde Marschi. Nicht oft gefragt, aber wenn was war, er war auf jeden Fall da. Horn wird auf jeden Fall im Champions League-Finale im Tor stehen. Und da sehen wir es. Die Jungs, die jubeln einfach nur hier im Regen von Berlin. Da wieder das Feuerwerk. Und wieder das Andenkenfoto der Kölner. Deutscher Pokalmeister. Pokalmeister kann man jetzt natürlich breiten drüber. Eine 7,6 für Morillo natürlich. Starke Partie, die er hier einfach gemacht hat. Köln ist damit Pokalsieger. Das war nochmal die Auflistung aller Spiele im deutschen Pokal. So, Turnierpreisgeld nochmal 3,5 Millionen obendrauf. Wir gehen aber vorher nochmal jetzt wieder ins Training rein. Da wird Lenz wieder trainiert. Das Training nehme ich trotzdem noch mit. Ja, Brillante werden wir auch nochmal trainieren. Gehen wir nochmal weiter. Hier können wir Dreier nochmal trainieren. So, hier, ja, beißt er auf jeden Fall. So. Und als letztes unser junger Keeper Wiegel. Wird auch nochmal trainiert. Und alles simulieren. Ja, sieht doch gut aus. Alles wunderbar. Wir simulieren weiter vor, beenden dann wieder, damit wir hier aktuell aus Deutschland. Pressekonferenz möchte ich direkt durchführen. Erster FC Köln wird nochmal motiviert. Monatliches Scouting-Update. Ein 17-Jähriger ablehnen, 16 Jahre alt. Naja, ablehnen Zand. Wird am Ende Potenzial nur 66, bringt mir nichts. Ablehnen. So, dann gehen wir einmal auf die Mannschaft, bevor mich nämlich Horn jetzt anspricht. Hier, hör mal, ich möchte aber spielen. Kommt er direkt wieder ins Tor. Und dann wird wieder vorsimuliert. So, aktuelles aus England. Können wir getrost löschen. Und dann werden wir jetzt hier in das Spiel rein starten. Chelsea gegen den 1. FC Köln. Es ist ein Highlight für den 1. FC Köln, natürlich in einem Champions League Finale zu stehen. Und ich werde diesen Augenblick einfach jetzt genießen von Anfang an. Wenn es heißt Chelsea im Stadio Olimpico gegen den 1. FC Köln. England gegen Deutschland kann man natürlich auch sagen. Aber wir wollen natürlich jetzt diesen Pott haben, um einfach das Triple zu gewinnen. Ja, Chelsea, hat man gesehen, hat fast immer ein Tor kassiert. In der K.O.-Runde. Spieler im Fokus, Hazard, okay. 3 Tore in den letzten 3 Spielen. Köln in den weißen Trikots hier von rechts nach links. Und ich muss hier einmal kurz unterbrechen. Es wird natürlich von mir alles zusammengeschnitten und wir sehen uns dann gleich wieder. Weiter geht es. Ich bin zurück. Ich musste einmal nur kurz auf die Toilette.
Es wird, wie gesagt, von mir alles hier zusammengeschnitten, richtig, damit keine Minute hier von diesem wichtigen Finale ausbleibt. Das ist natürlich ganz klar, nur ich wollte jetzt die Aufnahme hier natürlich auch nicht einfach so weiterlaufen lassen, wo ich dann mal kurz weg bin. Natürlich jetzt hier wieder voll konzentriert und das ist die erste Chance für Chelsea. Da konnten wir hier im Grunde gar nichts jetzt ausrichten. Die haben uns hier einfach schwindelig gespielt. Aber auch Mustafi jetzt hier ganz stark. Der sucht hier Gutierrez, der jetzt auch am Ball ist. Gutierrez auf Risse. Kann sich dann nicht durchsetzen, entscheidend genug. Ah, schade, das war nix. So, jetzt erstmal Hector am Ball. Der sucht auch Gutierrez. Der versuchte da noch Iseka zu finden, findete ihn aber nicht. Deswegen jetzt die Kontergelegenheit für den FC Chelsea hier. Und klasse, was Chelsea hier gerade macht. Und Aurelio, super aufgepasst. Und der Gegenkonter für den ersten FC Köln. Iseka gegen Cahill. Und Iseka kommt da zum Abschluss. Aber das war nix. Ecke für Köln. Bittencourt bringt die Ecke da rein. Gehalten. Aurelio kommt dann nicht zum Schuss und der Konter wieder für Chelsea wird aber dann doch abgebrochen. Dieser Konter aber ganz stark hier, was Chelsea hier gerade auf die Beine stellt. Und es gibt Foulspiel. Ja, Freistoß für Chelsea. Gefährliche Position. Und Glück für den ersten FC Köln, dass der Ball da weit am Tor vorbeifliegt. Ich will hier das Triple haben. Das ist hier für mich außer Frage. Und jetzt aber erstmal wieder der Angriff von Chelsea. Und es gibt schon wieder ein Foulspiel. Warum diesmal? Keine Ahnung. Die Flanke kommt und das ist das 1 zu 0 für Chelsea in der 32. Minute. Klasse Freistoß hier von Hazard. Und dann auch klasse Kopfballtor von Diego Costa. Köln jetzt natürlich 1 zu 0 hinten. Und Bittencourt setzt sich dadurch, wird gefoult, aber der Schiri lässt weiterlaufen. Da wollten wir natürlich den Elfmeter haben. Bittencourt kann da den Ball nicht mehr holen. Also jetzt natürlich der Vorteil für Chelsea hier natürlich in diesem Finale. Die werden hier hundertprozentig jetzt auch auf Zeit spielen. Und wir müssen natürlich jetzt hinten auch aufmachen, um einfach zu versuchen, hier das 2 zu 0, 2 zu 0, das 2 zu 0 müssen wir natürlich hier versuchen zu verteidigen. Und das war jetzt wieder Glück für uns, dass Costa da nicht den Doppelschlag geschafft hat. Wir müssen aber jetzt auf jeden Fall offensiver gehen, um einfach das 1 zu 1 zu schaffen. Das ist hier ganz klar jetzt mal Kroos mit Platz, kommt zum Abschluss. Iseka und klasse pariert hier vom Keeper von Chelsea. Die Ecke kommt wieder von Bittencourt. Ah, der Kölner kommt dann nicht an den Ball zum Kopfball. Einwurf für den ersten FC Köln. Köln natürlich jetzt mutig nach vorne am Spielen und das ist wieder die Chance, wieder klasse Parade hier vom Chelsea-Keeper. Die Flanke kommt von Murillo, aber
nicht platziert genug, abgewehrt. Nochmal Ecke durch Bittencourt. Wieder Bittencourt mit einer verunglückten Ecke. Iseka kriegt da den Ball nicht gut vorgelegt. 1:0 zur Halbzeit für den FC Chelsea. Das heißt, wir müssen ja also jetzt richtig offensiv werden. Richtig offensiv wird es jetzt hier werden. Wen werde ich bringen? Ich muss nicht wechseln zwingend, aber vielleicht hat Zoller mehr Glück als Iseka. Iseka kommt raus. Klar, er wird wütend jetzt sein auf mich als Trainer, aber Zoller jetzt drinnen. Er soll zeigen, dass er der Mann für die wichtigen Tore ist, was er schon oft gezeigt hat. Und da holt sich erstmal Kroos jetzt super den Ball. Ah, und da steht kein Kölner, deswegen jetzt wieder der Konter für Chelsea. Nein, unterbunden von Aurelio und jetzt Zoller. Zoller zieht einen in den 16er ein, wird da fair vom Ball getrennt. Das war kein Foulspiel, es war alles fair. Und jetzt die Chance wieder für Chelsea. Also wenn wir jetzt hier natürlich das 2:0 kassieren, wird es ganz schwer für uns werden. Und jetzt wieder der erste FC Köln mit Gutierrez. Der wird da aber diesmal unfair gestoppt. Der Unparteiische lässt da aber weiterlaufen. Und wieder der Vormarsch von Chelsea. Und da kommt die Chance. Aber Horn passt super auf. Klasse Parade da von Timo Horn. 60 Minuten sind jetzt rum. Und Köln kommt hinten gerade überhaupt nicht raus. Wir werden hinten regelrecht reingedrückt. Klasse Chance für Chelsea durch Costa. Nur wir Kölner müssen jetzt hier natürlich nach vorne drücken, was das Zeug hält. Wir brauchen hier das 1:1, zumindest für die Verlängerung. Aber wir sind zu ungenau in den Pässen und kommen einfach nicht schnell genug an den Ball. Die Jungs aus Chelsea haben natürlich jetzt hier Zeit. Die haben mehr als Zeit, um uns hier schwindelig zu spielen. Und jetzt Felix Groß. Er hat noch ein bisschen Luft, zieht jetzt seinen 16er. Was macht Groß? Was macht Groß? Wieder gehalten. Und es gibt Elfmeter. Es gibt Elfmeter für den ersten FC Köln. Also wir haben jetzt hier diese Chance auf das 1:1. Risse, wer wird schießen? Ich weiß es nicht. Ich bleib bei Risse. Risse wird schießen. Läuft an und Risse macht das 1:1. Risse mit dem 1:1 in der 72. Minute. Elfmeter hin oder her. Wir haben das 1:1 hier im Finale. So wie es sich gehört. Natürlich 1:1 hier nochmal. Zack. Der Keeper springt gar nicht erst irgendwie in eine Ecke. Er bleibt einfach stehen. Sein drittes Tor per Elfmeter. Also sein drittes Tor insgesamt in der Champions League jetzt. Und wir werden hier weiter mutig nach vorne spielen. Schade, dass da der Ball von Murillo nicht ankommt. Ja, das war jetzt ein schlechtes Stellungsspiel von den Kölnern. Und die Chance, aber Horn passt da super auf wieder. 76 Minuten sind jetzt rum. Ecke für Chelsea. Komm, bring die Ecke rein, Jung. Köln kann erstmal klären. Oh, und das war wieder ganz knapp. Da streifte der Schuss noch die Latte. Und wir werden jetzt weiterhin nach vorne spielen. Über Aurelio. Der nimmt da Kroos mit. Kroos versucht da Murillo zu finden. Murillo geht da aber nicht entschlossen genug zum Ball.
Bittencourt auf Gutierrez. Gutierrez sucht da Zoller. Zoller jetzt vorbei. Zoller im 1 gegen 1. Sucht den Abschluss. Findet den Abschluss, aber der Ball wieder pariert hier vom Chelsea-Keeper. Und jetzt Aurelio. Klasse, was da Aurelio heute auch leistet. Nach außen auf Murillo. Immer noch Murillo. Der passt rüber. Und das ist das 2 zu 1. Durch Felix Groß in der 87. Minute hier nochmal klasse und stark, was da Murillo macht. Unser 17-Jähriger sieht da den freien Groß. Der schiebt ein zum 2 zu 1. Das wäre natürlich jetzt das Triple für uns. Jetzt nicht mehr aktiv nach vorne, sondern einfach nur noch hier hinten dicht machen. Natürlich werden jetzt Chelsea-Jungs nochmal richtig offensiv werden. Vielleicht dann nochmal die ein oder andere Chance zum Konter für den ersten FC Köln natürlich. Ja, stark gemacht, was da Bittencourt gemacht hat. 3 Minuten gibt es oben drauf. Jetzt nochmal Bittencourt. Mit der Flanke rein. Pfosten nach dem Schuss von Zoller. Und da ist der Abpfiff. Köln gewinnt mit einem klaren 2 zu 1. Was heißt klar 2-1? Wir lagen 1-0 hinten, konnten das Spiel seit der 72. Minute drehen. Köln gewinnt damit auch die Champions League. Ah, jetzt habe ich mich leider verklickt. Okay, kann passieren. Wir haben den Pott 2-1. Ich wollte eigentlich die Bilder wieder drinnen lassen. Das Endergebnis 2 zu 1 gewinnen wir die Champions League. Das ist das Triple für den ersten FC Köln. Turnierpreisgeld 15 Millionen Euro an Transferbudget. Das letzte Training jetzt in FIFA 16 für meine Jungs. Es ist der letzte Part mit FIFA 16 auf meinem Kanal. Ich habe es ja schon mehrfach angesprochen. Ja, wen können wir noch trainieren? Nehmen wir nochmal Dreier mit rein. Nehmen wir Beiß dann nochmal mit rein. Es lohnt sich eigentlich gar nicht mehr, das Training jetzt zu machen. Einfach nur noch den Abschluss jetzt suchen. Und damit war es das dann auch. Ich hoffe, euch haben die ganzen Parts von FIFA 16 gefallen. Ihr findet die Playlist zu allen, natürlich zu allen Spielen auf meinem Kanal. Wenn euch natürlich die ganzen Parts gefallen haben, gebt immer einen Daumen nach oben, denn ein Like hilft immer. Auslaufende Spielerverträge, ja, wissen wir. Aktuelles aus Spanien wissen wir auch. Die Simulation läuft natürlich weiter. Monatsbericht, beide noch 15, also daher ist es egal. Wir haben wieder die Trainerauszeichnung erhalten. So, Gebühr ist fällig für Dreier. Ja, ich möchte die Kaufoption ziehen. Geben wir dem mal 10.000. Es ist zwar jetzt, wie gesagt, egal, aber trotzdem. Wir werden es einfach mal machen. Ja, Marschi, komm, den werden wir auch noch kaufen. Bieten wir dem auch 10.000. Angebot absenden. So, zack, gehen wir wieder weiter, Angebot akzeptiert, Dreier hat akzeptiert, upsala, werden schlecht, wenn wir dann annehmen, bestätigen, dann kommen natürlich jetzt auch nochmal Dreier, werden wir auch einfach mal bestätigen, ist egal, wir haben das Geld, Neuverpflichtung, Neuverpflichtung, kommt löschen und das löschen. Gehen wir nochmal weiter. Ich möchte den kompletten Saisonabschluss natürlich jetzt haben. Aktuelles aus Spanien, auslaufende Verträge. Aktuelles aus England, okay. Und ich hoffe natürlich, dass jetzt langsam... Nee, das möchte ich jetzt nicht mehr spielen, den Confederations Cup. Wird nicht mehr gespielt von mir. Das Let's Play ist damit, wie ich schon erwähnt habe, jetzt komplett beendet. Wenn euch der Part gefallen hat,
gebt einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Ciao.